Marlene, ein Resümee deiner Seite bitte noch einmal. Na, insgesamt hat es an diesem Samstag 26 Demonstrationen gegeben. Die beiden größten haben allerdings am Heldenplatz begonnen um 12 Uhr und die andere am Stephansplatz. Insgesamt bei dieser Demonstration, die sich dann auch in Richtung des Rings, aber in die entgegengesetzte Richtung bewegt hat, sind dann von den anderen Demonstrationen immer wieder welche dazugestoßen zu eben diesen beiden größten Demonstrationen. Schlussendlich waren es dann rund 40 Demonstranten, die bei diesem Demonstrationszug auch teilgenommen haben. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass es eine sehr friedliche Demonstration war. Allerdings kam es auch zu Momenten, in denen dann auch Böller, Flaschen und auch pyrotechnische Gegenstände in Richtung der Polizei geflogen sind. Und wir haben ja bereits auch schon davon berichtet, dass es sowohl Festnahmen als auch einige verletzte Polizisten gegeben hat. Dankeschön, Marlene Breineder. Abschließend noch eine Frage. Das war ja nicht die letzte Demonstration. Da kommen noch mehr. Was steht an in den nächsten Tagen? Ja, Martin Rutter hat bei seiner Rede am Heldenplatz gleich zu der nächsten aufgerufen. Und zwar findet einerseits eine am nächsten Samstag, genauer gesagt am 11. Dezember statt. Und dann geht es aber sofort weiter. Am Mittwoch, nämlich am 15. Dezember, da wird abermals aufgerufen zu einer Großdemonstration. Es ist auch wieder davon auszugehen, wie gesagt, dass auch wirklich viele, viele Menschen wieder herkommen werden und bei diesen Demonstrationen teilnehmen werden, so wie auch gestern teilweise aus anderen Bundesländern, zum Beispiel aus Kärnten oder auch Salzburg, sind Personen angereist, um eben bei dieser Demonstration auch teilzunehmen. Warum? Aufgrund der Tatsache, dass mit nächsten Jahr eine Impfpflicht im Februar eingeführt wird. Und das war natürlich auch das große Thema bei dieser gestrigen Demonstration, beziehungsweise die größte ausgehend am Heldenplatz, die richtete sich gegen die Impfpflicht. Dankeschön, Marlene Breineder.